Hallo und willkommen zurück zu The Walking Dead. Ja, zieht euch warm an, es wird hier wohl bald anfangen, ein Gewitter zu geben. Passt irgendwie, weil irgendwie ist auch die Stimmung hier gerade ziemlich mies oder beziehungsweise bedrückend wieder. Gut, wann ist es mal nicht bedrückend in The Walking Dead? Das Problem ist nur, dass ich irgendwie ein ziemliches Misstrauen gegen diese Familie hege, die diese Molkerei betreibt. Die haben eine Kuh. Und die wird gerade von Katja und den Kindern sozusagen betreut. Wobei es mich echt wundert, warum Clementine hier die Tür zugemacht hat. Aber wir wollen ja jetzt sowieso reingehen, weil wir haben für Clementine auch die Mütze wieder. Ich hoffe ja, dass wir reinkommen. Aber wie gesagt, ich traue dem Frieden nicht. Aber gut, vielleicht ist mein Misstrauen auch nur ein wenig unbegründet. Hey, es gibt hier wirklich eine Kuh. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es hier eine Kuh gibt. Aber sie scheint nicht gerade unbedingt... It's okay, Clementine. You can pet her. It's okay, go ahead. Aber sie scheinen wohl viele Auszeichnungen hier bekommen zu haben. Wow. Katja says Mabel could have her baby tonight. Ach, die... Ach Gott. We'll see, Clementine. Was ist das? What's this thing? Danke. Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Hast du schon ausprobiert? I don't know. Wie süß. Ich weiß nicht. Hast du einen Leckstein probiert? Ich weiß nicht. Oh Gott, wie süß. Das ist doch klasse. Hey there, Andy. Yeah? Ja, genau. Wie geht's in der Kuh? How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Yeah, he probably talks a little more than he oughta. When do you think, we might eat? Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good grub. Warum zieht sich das so lange hinaus? Yep. Also, ich traue dem Frieden nicht. Have I missed anything? No, not really. It smells funny in here. It's a Kuhstall. Like duty. Kids. Genau, seid wieder ernst, Kinder. So, Clementine. How do you like that cow, Clem? She's pretty. Und lecker. Entschuldigung, habe ich das gerade gesagt? She looks skinny. Naja. Aber mit ihr kann ich hier gar nicht reden. Hier sind die ganzen Auszeichnungen. Und da sind Türen. Wir sind ja neugierig. Da ist ein Fenster, können wir schön rausgucken. Also es hört sich auch fast so an, als wenn es mittlerweile dort regnen würde. Achso, zurück mit der Maustaste. Mit der Laustaste, genau. Und hey, das ist so ruhig hier in dem Stall. Hier passiert bestimmt noch irgendetwas. Guck mal, das ist wieder so ein Leckstein. Ja, lecker Steine. I want to play in the hay. Ja, dann mach das doch. Just stay close to your mom for now. Okay. So, und ich will... I want to play in the hay. Ja, warum kommst Just du immer? Just stay close to your mom for now. Okay. Ich dachte, damit könnte man irgendwas machen. Aber nee, können wir wohl nicht. Dann gehen wir wieder zurück. Wahrscheinlich schreien jetzt schon einige, warum hast du das nicht gemacht? Guck mal, da kommen wir wieder raus. Ich wollte eigentlich Clementine doch auch den Hut geben. Ah, guck mal, hier. Milchkartons, die kennen wir doch. Vor allem finde ich es interessant, wie viel Milch dann da wohl... Gut, ich wollte schon gerade sagen, es wäre sehr interessant, wenn da wirklich Milch drin gewesen wäre. Sups, so. Ich weiß, da ist noch eine Tür, aber ich will erstmal zu kleinen Clementine. Komm. Und kann ich hier irgendwie die Mütze übergeben? Da, ja. Here, Clementine. My hat! You found it! Ja! Wenigstens ein Kind wieder glücklich gemacht. You said you would. Listen, did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motor inn who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee, do you think you'll ever have kids? Yeah.
I'd like to someday. Maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clem. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. Genau. Gut. Können wir hier auch noch irgendwas? Ja, da können wir auch noch gucken. Komm, ich will dahin. Sieht eigentlich fast so aus, als wenn ich das Ding gerade geschlossen hätte. Gut, hier ist nichts. Jetzt mal, irgendwo muss doch hier bestimmt irgendwas Interessantes, Nettes drin sein. Und wenn es auch nur ein Zombie ist. Ja, da ist wieder Futtertrog. It's a feeding trough. Ach, super. Danke. Ich konnte selber schon lesen. Und wieder ein Leckstein. Was haben wir denn hier? Schubkarre. Looks like a bunch of old dirty clothes. Ooh, smells pretty foul. Ja, kannst du da noch mehr mitmachen? Kannst nur angucken. Looks like a bunch of old dirty clothes. Ooh, also ich hätte smells pretty foul. Ja, man hätte es aber trotzdem irgendwie weiter angucken können, bin ich der Meinung. Weil wie gesagt, ich traue dieser Familie nicht. Gut, hier die Tür aufmachen. Ne, den Eimer können wir nicht nehmen. Weiter hochgucken können wir auch nicht. You found it too, huh? Lee, they're hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff and something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? I'll protect her no matter what. I know you will. Look, that guy with Katya, what's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is, we gotta know for sure. So go find a hammer or something and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smash the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor. What'd you have in mind? Ich will da auch look at what we're dealing with first. Okay. Ach ja, stimmt. Wir können ja schrauben. Stimmt, wir haben ja den Leatherman mitgenommen. Weil da ist das Schloss. Könnten wir auch dran rumfingern? Hey, Lee, you know how to pick a lock, right? Ja, natürlich. No. Why would you say that? Well, you're, you know, urban? Oh, you are not saying what I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. Wie süß. Ja, nein, wir werden hier natürlich rumschrauben. Und ich hätte eigentlich Kenny spielen sollen, weil der ist so herrlich paranoid what? Wie ich. See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened. All right. Sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Nee. Kenny thought he heard a noise. He's a little jumpy, huh? Well, we're all sure glad his wife is here. She's a lifesaver. You got no idea. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Genau, du lenkst ab, ich schraube da rum. Ja, wie gesagt, ich hätte Kenny spielen sollen. Lenke Andy ab, um ihn aus der Scheune zu holen. Okay, ich muss doch etwas tun. Any thoughts on how to distract Andy? I don't know, man. Just look for something outside of the barn. We need him out of here. Yep, definitiv. Aber ich kann ja ihm schon mal sagen, dass ich hier auch das Multitool gefunden habe. I picked up something I think could help with the lock. All right, good to hear. Aber das hat man ihm ja vorher schon gesagt gehabt. Gut.
Gibt's irgendetwas vorne? Hey there, Andy. Yeah? Danny mentioned he needed something. Did he say what? Shit, I can't remember now. Sorry. All right. Be right back, Doc. Gut, damit sind wir ihn jetzt schon mal einen Moment los, aber jetzt können wir auch wenigstens mal mit Katja reden. They're doing okay. I never did thank you for saving Doc from the walkers back at Herschel's farm. Katja. Andy will be back any minute. Please hurry. Ja, gut, okay. Sie scheucht mich, dass wir dorthin gehen. La 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 la. Und dann werden wir natürlich okay. Diese Tür öffnen. Let's do this. False alarm. I'm back. War doch klar, oder? Gut, dann werden wir wieder mit ihm reden und hey ist natürlich Andy. Hier. Yeah. So, where do you keep the rest of the tools? Well, if you need something, just tell me what it is and I can get it for you. Eh, not that important. Genau, und warum ist die Tür abgeschlossen? Ich Why muss do you einfach lock that fragen. Door? Because we can't afford to lose our shit to the people in the woods. They come down here every once in a while and raid our stuff, even with the fence. Ja, gut. Ich glaube, wir müssen selber mal draußen gucken gehen oder wir gucken mal, ob you wir guys having fun? Uh-huh. Bei den Kindern noch erreichen können. Dass die gegebenen How do you like that cow, Clem? Lenken können. She's pretty. She looks skinny. Ja. Gut, wir gehen mal nach draußen. Weil, wie gesagt, es heißt ja, dass wir ihn irgendwie vor die Tür locken müssen. Ja, du musst jetzt hier nicht zumachen. Oh. So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I managed just fine. Plus, I had my boys to help out. I couldn't do it without them. Naja, soll er sich mit der Alten beschäftigen? Dann haben wir unsere Ruhe. Finde ich schon mal ganz gut. Ja, stimmt, vielleicht konnten wir hier jetzt mit den Heuballen langsam etwas machen. Enough of these might work as adequate cover for arrows, if that becomes a problem. Das hatten wir ja das letzte Mal auch schon irgendwie festgestellt, dass wir da draus wunderbare Sachen formen könnten. Ich gucke gerade, wie gesagt, ob man hier irgendetwas sieht, was man anstellt. Wir könnten vielleicht auch an dem Generator rumfummeln. Und vielleicht würde das hier was bringen. Looks like a feeding station for the cow. Und da mal wieder das Maisfeld. Ich gucke mal kurz, ob sich in der Zwischenzeit irgendwas ergeben hat, was man da gegebenenfalls noch machen könnte. Having a crop like that on hand must be great. We're gonna need to learn how to maintain it if we end up staying here. Gut, ist Lily wieder hier hinten? Komm, gehst du da hoch? Ja, ich weiß, nicht so einfach, eine Treppe hochzugehen. Ja, Lily ist hier. Komm, Lily. What's going on, Lily? Mit den Typen anbinden? Did something happen? Genau. There may be something going on with that barn. I'm telling you, Lee, the longer we stay here, the more trouble we're getting ourselves into. Yeah, and what exactly do you think I'm supposed to do about it? If you want to go in there and start rooting through other people's shit, then get to it. But if it's up to me, we should just take our food and go. Genau, worüber hast du eigentlich mit Kenny gestritten? What Mal were wieder? You and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. Das tun sie the way doch. I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. Ja, genau. After what Kenny told me, I'm starting to think they may be trying to hide something. You two are just asking for trouble. But if you insist on wandering around, I'd be careful, Lee. I'm gonna go check things out. Watch yourself, Lee. Gut, also sie lenkt ihn jetzt auch nicht ab. Schade. Hätte ich jetzt eigentlich so sozusagen gehofft. Aber wie gesagt, vielleicht kriegen wir ja an dem Generator irgendetwas hin. Ups. Weil irgendwie müssen wir jetzt hier eine Möglichkeit finden, um ihn abzulenken. Da, genau, wir können dran rumfingern, indem wir ihn benutzen. Da. Power Switch. Ja, dann nutz es doch auch. Und jetzt gehen wir mal ganz schnell zurück. Wir haben nichts getan.
Damn, this thing is the worst piece of shit. Something's always tripping the breaker. Gut, das heißt also, wir können ihn so aus dem Stall locken. Wir müssen also irgendwas mit dem Generator anstellen. Ach, das ist ja auf dem Briefkasten. Gas keeps the generators going and the generators keep the fence going. Gut, warte mal, ich will mal zu dem Briefkasten. Vielleicht können wir da noch Post rausfingern. Dies ist nicht die Familie, die ihr sucht. No mail coming in or out these days. At least they don't have to worry about bill collectors anymore. Ja, schon mal etwas. Kann ich jetzt hier nochmal was machen? Also irgendwie muss ich das Ding doch dazu kriegen. Keine Ahnung, vielleicht wenn wir es oft genug ein- oder ausschalten. Vielleicht bringt das ja was. Oder gibt es hier auch noch andere Stellen, wo ich dran rumfingern kann? Da. Access Pad. So. Guess I'm gonna need a screwdriver for this. Ja, haben wir doch. Das ist mal, glaube ich, nicht die gescheite Art, aber somit kriegen wir ihn da hinten weg. There you go. Looks like that bell's driving the, whatchamacallit, Wobei ich immer noch nicht glaube, dass der Zaun wirklich unter Strom steht. Ow, damn it! Das hätte ich dir auch sagen können. Ow, damn it! Thing is moving fast! Okay, achso, warte mal. Wir schalten es aus. Vielleicht sind wir auch schnell genug. Und können wir jetzt was machen? Ich will es hier eigentlich nur... That thing is on too tight for my bare hands. Ja komm, du musst dich beeilen. Du sabotierst das Ding hier gerade. There, that should do it. Ja, das sollte genügen, das ist schon klar. Sag mal, willst du das Ding nicht wieder verschrauben? Oder hat er das gesagt? Das hat er automatisch gemacht. Oh, fucking thing through a belt. Damn it. Oh, son of a fuck. Oh, this take forever. Gut, das heißt, wir können jetzt ganz gemütlich in die Scheune gehen und dann daran rumwerken, weil er versucht jetzt natürlich, diesen Generator wieder in Ordnung zu bringen. Ja, also im Grunde genommen weiß ich nicht, ob das wirklich eine so gute Idee war, aber wir gucken mal. Ups, zieh auf. Und dann betreten wir wieder die Scheune. Hallo? So, komm, wir können ja McKinney kurz sagen, dass wir ihn jetzt etwas beschäftigt haben. Vielleicht kann er ihn ja weiterhin beschäftigen. Ach nee, eigentlich nicht. Gut, dann können wir uns jetzt also zur Tür aufmachen und diese Tür dann aufhebeln. Was ist das jetzt? Ach, lass mich raten, es gibt Mom, jetzt Essen. Mom, Dad, dinner time! It's dinner time! Okay, honey, let's get that. Dad, Dad, come on, let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on, don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Ja, super. Wir sollen jetzt also hungern, während die sich jetzt im Bauch vollschlagen. Und dann machen wir uns jetzt da dran. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Wie es dann hier weitergeht, was uns hinter diesem Zaun oder hinter dieser Tür dann erwarten wird. Ich weiß es selber noch nicht. Ich befürchte nur ziemlich Böses. Tja, in dem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen und auf bald. Tschüss.